Die ersten Schneeflocken sind jetzt auch im Flachland gefallen. Ein paar Lenker merken aber erst jetzt, dass sie ja noch gar keine Winterpneu haben. Von allen Autofahrern kommen jetzt noch die letzten 5% ihre Reifen wechseln. So ist das zumindest beim Vincente Lamas, dem Geschäftsführer von Pneutech Lamas. Die einen haben es vergessen, die einen merken, dass sie jetzt eigentlich schlechte Pneu dran haben. Mit Absicht einfach rauszögern bis zum letzten Tag. Die einen haben einfach keine Zeit gehabt. Ja. Im Winter mit Sommerpneu um eine Kurve kann gefährlich werden. Bei Schnee auf der Straße kommt man schneller ins Rutschen. Beim Vicente Lamas kommen auch im tiefsten Winter noch Kunden vorbei, die Pneu wechseln. Dann, wenn man fast das Auto reinstoßen, dann liegt schon ein Haufen Schnee. Oder? Das kommt natürlich immer wieder vor. Ja. Um sich besser zu merken, wenn man Pneu wechseln sollte, gibt es einen einfachen Merksatz. Von der Sommer- auf die Winterpneu wechselt man an den Ulmen und umgekehrt, wenn offen ist. Vor einem Monat waren die Anfragen zum Wechseln gross. Darum konnte es dort zu ein bisschen längeren Wartezeiten kommen. Das ist schon teils, ja, ich würde sagen, fast Panik. Ja, nicht ganz, aber wir haben natürlich höchstens eine Woche. In einer Woche haben wir sicher einen Termin, auch in der strengsten Zeit. Wer jetzt noch mal die Pneu wechseln muss, soll so bald wie möglich vorbeigehen. Dadurch, dass ja die meisten schon die Winterpneu montiert haben, kann man einfach vorbeigehen und nach einer halben Stunde sind die Reifen gewechselt. So ist man bei kalten Temperaturen und im Schnee sicherer unterwegs.